Im ZR-Modell ist ein spezieller Sensor installiert, welcher als Sensor für Gras bezeichnet wird. Dieser Sensor kann das Vorhandensein von Gras erkennen und automatisch die Schnitthöhe anpassen. Sie können die Empfindlichkeit des Sensors über die App einstellen und dank künstlicher Intelligenz ist der Roboter in der Lage, diese Daten zu erfassen und an die Cloud zu senden, um verschiedene Arten von Regen zu erkennen, die sich von Gras unterscheiden.